Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video der DuBox vom Monat August 2015. Sie enthält diesen Monat Beauty-Must-Haves für den perfekten Festival-Look. Wo ich die Box zum ersten Mal aufgemacht habe, wusste ich das Thema noch nicht. Da war ich jetzt nicht so sehr begeistert, da sie erstens sehr haarlastig ist und zweitens gefallen mir manche Produkte jetzt nicht so gut. Aber wo ich dann das Thema wusste, fand ich, die haben sich echt Gedanken gemacht und das Thema wird eigentlich richtig gut erfüllt und deshalb mag ich die Box jetzt doch irgendwie. Als Highlight-Produkt hatten wir ein No Tangle Brush von Macadamia drin. Ist natürlich sehr wichtig, dass wenn man beim Festival oft die Haare offen hat und oft sind ja die Haare auch sehr lang, dass sie dann verwirren und dann ist das Kämmen oft sehr schmerzhaft. Und diese Bürste verspricht mir einmal, die Kopfhaut zu beruhigen und das Haar glänzend und leichter frisierbar zu machen. Dann minimiert sie Haarbruch und die Schädigung des Haares. Ein schmerz- und stressfreies Entwirren, auf diesen Punkt bin ich sehr gespannt. Hervorragend geeignet für Kopfhautmassage und verbessert die Durchblutung und ist auch sicher bei der Verwendung mit Haarverlängerung. Sie ist jetzt speziell mit diesen einzigartigen Flexborsten-Design. Dafür holen wir sie am besten einmal heraus. So sieht sie nämlich aus. Von der Seite seht ihr schon, dass manche Borsten halt so etwas kürzer sind, manche etwas länger. Sie sind auch leicht biegbar. Ich bin echt gespannt, wie sie dann in der Anwendung ist. Das Design finde ich jetzt sehr schick und so ganz modern, finde ich auch. Sie ist jetzt gerade mal so handflächengroß, also auch besser in eine Handtasche zu packen. Also dieser Punkt, dass man auf dem Festival nicht so schwer trägt und auch nicht viel mitnehmen kann, was so Platz wegnimmt, hat sie dann somit auch erfüllt. Und die Farben finde ich jetzt auch sehr schön. Also einmal dieses Braun und das Grün. Und sie würde kosten 14,99 €, deswegen hat man damit schon den ganzen Boxenwert einmal raus. Dann als zweites Produkt hatten wir eine Produktüberraschung, also entweder von Perrier hier so eine Lippenpflege, die würde dann 3,99 € bei Douglas kosten. Oder aber man hatte temporäre Tattoos drin von einer Marke, die ich gar nicht kenne. Ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht. DCER. Auf jeden Fall finde ich, das ist eine richtig coole Idee, denn gerade beim Festival will man ja auch schön Schmuck tragen, aber das ist das Problem, dass man erstens zum Beispiel unter solchen Bändern anfängt richtig zu schwitzen und auch jetzt preisgünstigerer Schmuck färbt dann beim Schwitzen ab. Hat ja jeder, glaube ich, schon mal erlebt und das würde dann hier gar nicht passieren, man müsste drunter nicht schwitzen und das Gute ist, die sollen bis zu 5 Tagen halten, also finde ich eigentlich richtig klasse. Das ist eine Originalgröße, kostet 4,99 €, also ist auch ein teures Produkt und passt super zum Thema. Ich persönlich hätte es mir natürlich nie geholt, denn ich habe keine Tattoos, ich habe auch noch nie temporäre Tattoos ausprobiert, aber es werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen und ich bin sehr auf die Haltbarkeit auch gespannt. Dann als nächstes haben wir von Anaya Ke einen Reinigungsschaum da drin gehabt und zwar Mousse Notaillon Douceur Fraîche heißt es, eine Sondergröße, 15 ml sind drin. 100 ml kosten sage und schreibe 39,99 €. Diese kleine Sondergröße würde schon 6 € kosten. Und finde ich richtig gut, dass sie sowas mal reinpacken von einer tollen Marke. Bin ich sehr gespannt. Und man soll halt auch am Ende eines langen Festivalstages nicht vergessen, sein Gesicht zu reinigen. Das steckt dahinter. Finde ich, ist ein cooler Gedanke. Und Reinigungsprodukte fürs Gesicht finde ich eh immer klasse. Dann als nächstes etwas von einer Marke, die ich auch wieder nicht kenne. Und zwar heißt die Beauty Made Easy Anti-Shine Oil Blotting Sheets in der Duftrichtung Lavendel. 80 Pudertücher sind jetzt hier enthalten. Seine Originalgröße kostet 7,49 €. Gibt es dann auch noch in anderen Duftrichtungen. Einmal so ein Pink und ein was Grünes gab es, glaube ich, noch. Ich hatte mir auch schon mal von Essence, glaube ich, solche Oil Blotting Sheets geholt. Habe ich nie verwendet. Also ich hoffe, ich werde die irgendwann verwenden. Haben natürlich eine super Größe, würde sofort in die Handtasche passen. Wäre ich natürlich total begeistert, wenn sie wirklich so schön mattieren und jetzt überschüssige Öl entfernen. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ich verwende sie auch wirklich einmal. Die Verpackung finde ich auch sehr schick. Weiß gar nicht, was hier noch hinten drauf stand. Einfach nur behutsam ein Anti-Scheinblatt aus der Verpackung nehmen, damit den Bereich der T-Zone abtupfen, die Rückseite des Blattes für die andere Gesichtspartie verwenden. Also sozusagen, dass man es wirklich auch komplett ausnutzt, das Papier. Und es soll halt dann mattiert und erfrischter sein, das Gesicht. Also ich bin echt gespannt, wenn das funktioniert. Es ist ein revolutionäres Produkt und passt natürlich auch perfekt jetzt in das Thema, denn
im Laufe des Tages, wenn man viel tanzt und schwitzt in der Sonne bei einem Festival, braucht man auf jeden Fall so ein kleines All-Blotting-Sheet. Dann mein Highlight, mein persönliches Highlight in der Box kommt von Batiste, und zwar ein Trockenshampoo in der Duftrichtung Cherry. Ist jetzt eine Originalgröße, also es gibt die auch in 50 ml zu holen, also einfach auch der Gedanke dahinter, dass es super in die Handtasche passt. Und zwar würden die 1,79 Euro kosten. Und hier finde ich richtig cool, dass sie halt dem Haar neue Vitalität, Volumen und angenehme frische Gefühl verleihen soll. Braucht man ja auch, wenn man jetzt aufs Festival geht, weil da hat man nicht überall die Möglichkeit, sich die Haare zu waschen. Und sie ist ganz leicht anwendbar. Sie steht nur vor Gebrauch kräftig schütteln, aus ca. 30 cm Entfernung auf den Haarensatz sprühen, leicht einmassieren und wie gewohnt dann stylen. Also klingt total leicht. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das dann klappt. Es war als eine Produktüberraschung. Man hätte auch von Venus hier so ein Gesichtsreinigungsgel drin haben können. Wusste ich noch gar nicht, dass jetzt von Venus auch solche Gesichtspflege- und Reinigungsprodukte drin sind. Bei Douglas ist jetzt auch wahrscheinlich neu. Aber ich bin froh eigentlich da über meine Produktüberraschung, denn so eine Lippenpflege hätte ich nicht gerne gewollt und auch nicht das von Venus. Ich bin eigentlich total happy über meine Zusammenstellung und freue mich wahnsinnig, weil so ein Trockenshampoo wollte ich schon ewig mal ausprobieren. Der Wert der Box beträgt aber diesmal leider nur 35,26 €, also ziemlich wenig, weil sonst hätten wir mal ab 50 aufwärts. Das ist ein bisschen enttäuschend. Design der Box finde ich diesmal okay, hier mit den Strichen. Ein bisschen festivalmäßiger wäre es irgendwie cooler gewesen, aber naja, das ist halt das Design der Dubox. Wie schon gesagt, sehr haarlastige Box. Was mir jetzt nicht so gefällt, sind einmal die Oilblotting Sheets und halt dieses temporäre Tattoo. Aber zum Thema passen sie natürlich perfekt. Gespannt bin ich über die Bürste, da muss ich erst in der Anwendung sehen, ob sie mir gefällt oder nicht. Und begeistert bin ich eindeutig von dem Trockenshampoo und dem Gesichtsreinigungsmousse. Sonst die Zusammenstellung an sich ist auch sehr schön bunt durchmixt. Finde ich klasse und also das Thema konnte eigentlich nicht besser erfüllt werden. Mir würde jetzt spontan nur einfallen, man hätte noch ein Deo oder einen Sonnenschutz reinpacken können. Aber ich finde eigentlich, was sie hier an Ideen reingebracht haben, klasse. Und da freue ich mich eigentlich echt nur auf die nächste Box. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!